Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Die Schnickschnack-Schnuck-Arena lassen wir erstmal hinten links liegen. Ich fühle mich verarscht. Stattdessen gehen wir kurz in den Kupfer-Canyon, denn ich weiß, wo ich zwei Luigis verpasst habe. Der Zug ist weg. Okay, das könnte ein Hinweis sein. Alles klar. Der Zug ist weg. Da gucken wir uns doch mal näher um. Auf jeden Fall weiß ich, wo zwei Luigis versteckt sind. Einen habe ich hier verpasst, tatsächlich. Und einen woanders, sehr offensichtlich, wenn ich von zwei Orten spreche. Wir gehen mal kurz hier hoch. Ich hoffe, der ist noch auffindbar. Denn die Luigis hätte ich auch gerne alle gefunden. Die gehören irgendwie dazu. Außerdem kann man sich hier noch so eine Drybone-Karte holen. Was ist denn jetzt los? Waren die vorher auch alle da? Die Boxen hier? Nehmen wir die mal mit? Kann nicht schaden. Oh, lol. Habe ich die vorher... Bohrsprung, den hier gibt's hier? Den hätte ich hier schon haben können? Na gut. Hab mich irgendwie getrollt. Oh nein. Lauf mal vor. Hey. Nein, komm her. Komm her. Tschüss. So. Hä, wie komme ich da hoch? Achso, hier hinten rum, ne? Ist schon so lange her, da weiß man das schon nicht mehr. Den Powerblock nehmen wir auch noch mit. Außerdem bringen diese Exkursionen noch einige Karten. So, nehmen wir noch einen Drybomb mit. Und diese Schnickschnack-Schnuck-Arena hat mich echt zu hart geärgert. Der Bohrsprung, dass wir den haben, ist sehr geil. Den wollte ich ja eh haben noch. So. Hallo, Wurfhammer. Jetzt muss ich die Stelle nur finden. Kann natürlich sein, dass ich das verpasst habe mit Luigi jetzt. Wird ziemlich ärgerlich. Ah. Hab es. Das L da ist nämlich sein Versteck, da rechts. Das schneiden wir da jetzt raus. Dahinter ist Luigi. Sieht uns. Dreht sich um. Gibt uns 300 Bonusmünzen. Verzieht sich wahrscheinlich. See ya, Luigi. Okay. Schade, dass ihr das nicht seht. Jetzt ist das L nicht mehr grün. Sehr gut. Dafür bin ich hier reingegangen. Jetzt gehen wir auch schon wieder raus. Denn mit dem Dragadon kann ich eh nichts machen mit dem Skelett. So, haben wir Luigi gefunden. Oh, es gibt Brief. Brief, bestimmt von Luigi. Und wir müssen nochmal nach... wo war das jetzt? Ins Goldene Kolosseum. Müssen wir auch noch. Da gehen wir jetzt auch hin. Denn da wartet Luigi auch. An einem Ort, was ganz schön gemein ist, wo man ihn gar nicht erwartet. Eigentlich könnte man ihn da erwarten. Ziemlich simpel eigentlich. Und man hätte ihn, glaube ich, bestimmt auch sehen können. Aber das ist nicht der Fall. Zudem können wir uns dann hier mal eben den Eispickel neu holen. Da muss ich ja links rein. Den gab es ja hier. Jetzt müsste ich ja eigentlich frei rumlaufen können überall, oder? Und dann muss ich hier wieder so sneaky komplett durch die ganze Base laufen. Der war stinkig, ne? Natürlich war der stinkig. Ich wollte nur die Karte snacken. Na gut. Dann nicht. Ich habe einige neue Karten bekommen. Das freut mich. So. Den und den. Und fertig. Reicht ja für die, haben wir gelernt. Vor allem für den einen, der hier schon angeschlagen ist. Weg mit dir. Und wir haben schon wieder 5000 Münzen. Das ist sehr gut. Können wir wieder einkaufen gehen, falls es eng wird. Oder irgendwelche überteuerten Kartensets kaufen. Vor irgendwelchen Sniffit-Shows. Wo ich wahrscheinlich auch nochmal hin muss, wegen der Kamera oder so. Weil ich die bestimmt brauche. Ah, geh mal weg. Komm ich schnell irgendwie an dir vorbei? Was war hier nochmal? Komm ich irgendwie vor? Gut. Nee, ich geh hier rum. Lass mich in Ruhe. So.
Hier möchte ich nochmal kurz die Karte mitnehmen. Okay, es wird ein bisschen nervig. Ich muss den ganzen Weg anscheinend gehen. So. Einmal schnell vorbei. Ach ja. Muss ich die Dinger wieder anhauen? Oder ist das noch aktiviert? Ich hoffe. Ich hoffe einfach mal. Der ganze Kram noch aktiviert ist. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Mein Gott. Huch, die so. Voll die Stachelhelme da unterwegs. Ah, ist noch aktiviert. Okay, sehr gut. So, hier, die holen wir uns mal. Dass hier die Kamera unbedingt wechseln muss. Karten kann man immer gebrauchen. Oh Gott. Okay, immer gebrauchen. Will nur hier schnell durch. Dass es da kein Shortcut hier hin gibt. Was war hier hinten? Komme ich so nicht hin, ne? Doch. Da war aber nichts. Nein! Lass mich mal in Ruhe. Großer Seriensprung. Gerne. Da war nur ein Block. Okay, dann gehen wir wieder andersrum. Verdammte Labyrinth hier. Okay, ich muss einen weiter. Aha, so. Hier rein. Oh, wollt ihr kämpfen? Nee, ne? Lass mich mal in Ruhe. Hä, da komme ich doch her. Moment. Da unten ging es aber nicht weiter. Lass mich in Ruhe. Steht jetzt immer noch da, wo er... Ja. Ach du, großer, heiliger... Shit. Da komme ich nicht hin. Da ist echt nur das Ding. Dass er sich da nicht durchquetschen kann. In Ruhe. Den Hammer. Okay. Mehr wollte ich gar nicht. Bin ich hier falsch gegangen? Musste ich hoch? Ich musste doch nicht hoch. Ich musste runter. Ich musste hier das Ding aktivieren und musste hier den hier so lang und dann hier so lang. Dann muss ich das hier aktivieren. Ja, dann muss ich hier rechts. Oder links. Nee, rechts. Dann musste ich hier runter. Kam ich hier auch durch? Und hier raus dann, oder was? Ah, hier raus. Nee, Moment. Da nicht. Oh, das ist der... Ah, da hier musste ich runter. Ja, runter. So. So, hier nehme ich runter. Ah, so. Show. Hier kann ich dann reinhüpfen. Hier gab es einmal den Knochen. Dass der nicht mehr da im Canyon liegt, ne? Aber wir sind immer noch auf dem Way to Luigi. So. Gibt's hier Münzen? Na, eine. So, jetzt muss ich hier rechts gehen, weil hier gab es doch Waffen, oder? Du kommst mir sehr siegessicher vor und man kann dein Gesicht sehen. Also, scheiße. Also. Ah, nee. Moment. Ja, hier gab es den Knochen, aber wie kam ich denn da? Ich glaube, ein anderer Weg war das nochmal, ne? Egal, wir holen jetzt erstmal Luigi. Muss ich den ganzen Kampf da nochmal machen? Ja, uncool. Sehe ich Luigi von hier? Aufgepasst, der große Kampf geht in die Verlängerung. Jetzt oder nie, gibt alles. Alles klar.
Da ist Luigi hinter. Richtig gemein. Wer da dran denkt, während des Kampfes, Respekt. Aber ich nicht. Da ist Luigi echt hinter. Sieht mich, dreht sich wieder um, freut sich. Schmeißt mir wieder 300 Münzen zu. Jawohl. Ich bin ehrlich, das habe ich auch jetzt, da habe ich mich ein bisschen selbst gespoilert, dass der da ist. Aber wie soll ich das sonst auch rausfinden? Weißt du, was wir jetzt noch machen? Wir holen uns crazy... Aua, crazy shit. Wir holen uns den Stern raus. Attacke. Und los. Treiben wir sie wie die Schärfe zusammen. Und die FPS auch. Die treiben wir auch wie die Schärfe zusammen. Oh, hier sind noch ein paar Einzelne. Haben wir alle? Ich hoffe doch. So. Hat sich gelohnt, oder? Und das war's. Der Kampf ist vorbei. Machen wir den großen Kampf und die Menge tobt. Ja, sehr gut. Und ich gehe wieder raus. Denn ich habe, was ich will. Ich habe Luigi. Ganz viele Karten. Den Knochen. Und ich finde, es sollte dafür noch eine Markierung geben, dass hier wirklich alles ist. Und jetzt gehen wir nach Port Prisma und gucken uns den Brief an. Denn ich bin gerade ein bisschen ratlos, was ich tun muss. Da, wo Gesang und Tanz... Vielleicht gucke ich mal nach, was für Dinge es gibt. Ach, der Zug! Terrakotta-Tempel. Okay, da müssen wir mal hin. Das scheint so der nächste Punkt zu sein, wo wir hin müssen. Stimmt. Habe ich schon ein bisschen verdrängt. So. Gucken wir mal, was Luigi uns für einen Brief geschickt hat. Das ist sehr wahrscheinlich Luigi. Wahrscheinlich hat er uns jetzt auch zwei geschickt. Hallo Mario, du kommst gerade recht. Hallo großer Bruder, ich bin's Luigi. Weißt du noch, wir haben uns schon vor dem Kindergarten gekannt. Ich wollte dich nur warnen. Nimm dich vor einem schwarzen Scheiger mit einer roten Maske nach. Der macht nichts als Ärger. Das ist der Ganoven-Guy. Der saugt die Farbe von Orten ab, die bereits wieder eingefärbt wurden. Solltest du ihm einmal begegnen, halt ihn auf, bevor er zu viel Farbe absaugt. Ja, das war klar. Ich bin's Luigi, dein Bruder mit dem Bart. Sind dir schon mal Gegner aufgefallen, die im Kampf ständig Selbstgespräche führen? Manchmal reden sie auch über die Sachen, in denen sie nicht gut sind. Du weißt schon, Schwachstellen und so. Glaub mir, mit denen kenne ich mich aus. Du vergisst mich doch nicht, oder? Nee, Luigi, nee. Wir müssen jetzt erstmal zurück zum Terrakotta-Tempel. Da soll der Zug nämlich stehen. Habe ich das falsch verstanden? Nee, der Terrakotta-Tempel war der eine Tempel, wo auch die Gleise waren, ne? Ah, und da haben wir doch die Brücke kaputt gemacht. Vielleicht können wir die jetzt wieder reparieren. Knopf. Wo war das denn? Hier. Bis hierhin kam der Zug. Ist da noch ein Stern drin? Stimmt, da war noch ein Stern drin, ne? Ah, und er ist jetzt stinkig, weil hier kaputt ist. Also machen wir natürlich wieder heile. Moment. Ist das ein Rettertaut? Was willst du? Tut mir leid, aber ich bin einfach sauer wegen des Zustands der Gleise. Ist es nicht furchtbar? Wer macht denn sowas? Wie kann man nur etwas gegen Züge haben? Ich habe einen ganzen Passagierwagen voller hungriger Toasts, die hier schon viel zu lange warten müssen. Wenn ich hier rausfinde, wer meine Gleise zerstört hat... Aber jemand, der so etwas Schreckliches tut, ist sowieso nicht mehr zu helfen. Denkst du nicht auch, Mario? Jetzt mal langsam. Ich meine, keine vorliegenden Schlüsse bitte, in Ordnung? Vielleicht hatte derjenige, der das getan hat, ja einen wirklich guten Grund dafür. Zum Beispiel war er vielleicht einfach nur neugierig, was passiert, wenn er mit einem Hammer gegen eine wackelige alte Säule schlägt. Und wie auch sei, alles, was wir jetzt tun können, ist den Schaden zu reparieren. Die Unterstützung der blauen Rettertoads ist dir gewiss. Du hast allerdings sicher schon bemerkt, dass die Rettertoads etwas unorganisiert sind, muss am Management liegen. Also wenn du einen der 23 Mitglieder der blauen... Eines der... Okay, im gelben Viertel von Port Prisma siehst, alle sollen sich hier versammeln. Oh ja, selbstverständlich, wir halten die Augen offen. Ich hoffe, dass wir das mit den Gleisen schnell regeln können und immer die Ruhe bewahren. Ach du großer Gott, jetzt muss ich echt... Muss ich echt die Rettertaus hier hinholen? So ein Dreck. Nur weil der Anführer zu faul ist, nach Port Prisma zu gehen. Aber ich habe noch nicht 23. Da fehlen noch welche, ne? Aber kann ich dann alle schon finden in dem Kai-Level da?
Nach dem Boss wird ja wohl nicht noch ein Rettertod rumgammeln, oder? Das heißt, in dem Level müssten ja eigentlich alle rumhängen. Oder? Wo hängen denn noch blauer rum? Jetzt muss ich mich echt nochmal in diesen Bunker-Level umschauen. Bevor und nicht zum Boss gehen. Bestimmt noch einige verpasst. Aber wir sagen jetzt erstmal denen, die da sind, Bescheid. Achtung, blauer Retter trotzdem, meldet euch beim Anführer am Terrakotta-Tempel. Zu Befehl, schon unterwegs. Ich habe jetzt nicht mitzählen können. War das alle? Der Anführer der blauen Rettertods hat sich mit ihnen in Verbindung gesetzt. Noch vermisst der blaue Rettertods 3. Okay. Rettertods in der Hololunda-Passage 1. So viele Rettertods befinden sich noch an bisher unbekannten 2. Hololunda-Passage ist einer. Komme ich da auch nicht weiter? Ich glaube, in der Hololunda-Passage, ich weiß, wo der da. Komme ich da hin? Das habe ich nämlich auch schon mal gelesen. Als ich die Luigis gelesen habe, habe ich leider das auch mitbekommen. Komme ich da hin? Oder komme ich da erst hin, wenn der Stern da. Das geht ja gar nicht. Ich brauche den Zug. Das heißt, ich muss da jetzt schon hinkommen. Ich mag Züge. Magst du Züge? Ich mag Züge. So, gehen wir jetzt mal dahin. Nehmen die Karten noch mit. Warum nicht? Ist ein gratis. Komme ich hier unter Deck? Ja, ich weiß, wo der ist ungefähr. Komme ich, glaube ich, oder? Hallo, darf ich unter Deck gehen? Der Captain ist heldenhaft und rosa, der verdient Respekt. Aber... wie komme ich unter Deck? Wir folgen der Vision unseres Captains, der ist ein toller Anführer. Wir bewachen das Schiff bis zu seiner Rückkehr, damit es nicht wieder den Feind in die Hände fällt. Kommt man hier irgendwie unter Deck? Hallo? Das hier nicht hier der Weg nach unten eigentlich? Hallo? Ich will doch nur da runter. Hallo? Muss das eingefärbt werden? Ist es farblos? Nein? Oh shit. Warum dreht sich das hier? Ach shit, Moment. Wieso? Wieso? Ja, aber wieso? Ja, aber... verstehe ich nicht. Wie komme ich unter Deck? Komme ich von hier irgendwo rein? Ich will da unter das Deck. Da drin ist ein Rettertod. Du machst mich fertig, Spiel. Du machst mich fertig. Weißt du das? Captain! Ich brauche dich. Oh, Spiel. Du machst mich echt kirre gerade. Unerkannte Orte sind ja... auch noch zwei. Das heißt, ich muss vorher noch irgendwas machen. Das ist richtig weird hier gerade. Hä, wo muss ich denn dann hin? What to do? Das ist richtig merkwürdig. In der Hololunda-Passage ist einer. Das hat er mir gesagt. Da komme ich aber noch nicht hin. Das heißt... ja, hier habe ich alles gemacht. Hier auch. Ich habe doch sonst überall alles. Außer, warte mal. Vielleicht will er den Burger? Inspiration? Who knows? Vielleicht will er den Burger haben. Ey, du. Sieh mal, ich bin im Urlaub und ich gebe keine Autogramme, in Ordnung? Du. Ey, ich habe hier schon mal angefangen einzufärben. Warum ist das weg? Spiel?
Erklär mir dies. Oh, ist das eine Kacke hier. Kann ich auch nichts machen? Kannst du die Tür wegfackeln, wenn ich dir einen Burger gebe? Warum ist hier so eine Lücke? Zum Burger? Zum Burger? Zum Burger? 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 Wieso will keiner einen Burger? Oh! Ich bin gerade echt verzweifelt. Ich sehe gerade wieder was. Was übersehe ich? Hey, ein kaputter Stiefel. Hey. Das kann doch nicht so schwer sein. An unerkannten Gebieten. Nee, Schnuckarenen ist nix. Eigentlich für gewöhnlich. So, hier im Kobalt-Kai. War angeblich keiner mehr drin. Sonst hat er mir das ja gesagt. Der Ort ist ja nicht unerkundet. Mammutbaum Forest. Gut, Schlüsselblume. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo mit der Angel weiterkomme. Braucht die hier einer eine Angel? Braucht da einer eine Angel? Mir sagt das alles auch gerade nichts. Angeln und der Burger. Was soll mir das helfen? Ich kann Burger angeln. Ja, ich habe einen Preis gewonnen. Ja, hier ist ja noch die Spuren von dem Crazy Toad am Start. Ich will hier nämlich nicht durchlaufen, wenn ich ehrlich bin. Auf die Sheep-Sheeps habe ich keinen Bock. Wenn ich ehrlich bin. Geh weg. Das ist ja so Weltkriegsszenario hier mit den Sheep-Sheeps. Muss er fest geht's hier lang. Aber fischen geht immer. Die Fische springen einen geradezu an. Fischen kann ich angeln? Ach nicht, warum denn jetzt mit den Sheep-Sheeps, Kamek? Warum? Warum denn jetzt für einen Sheep-Sheep? Gibt's doch nicht. Gut, Kamek, das ist jetzt nicht unbedingt nicht hilfreich, was du da gemacht hast. Du hast mir die besten Karten übergelassen, die ich jetzt brauche. Gut. Gut. Ich hatte übrigens nur große Stiefel. Das war exzellent, Kamek. Exzellente Wahl von dir, dass du mir nur große Stiefel gibst. Und meine Karten zurück, natürlich. So. Ach, können die nicht einfach an mir abprallen? So wie es in Mario gang und gäbe ist, wenn die einen berühren. Nein, können die nicht. Ein Seriensprung. Nur einen großen, aber ja, komm. Eigentlich wollte ich hier nicht durchlaufen. Vielleicht sollte ich lieber googeln, wo die Angel für ist. Aber eigentlich will ich nicht googeln. Aber ich brauche diese Items, habe ich irgendwie ein Gefühl. Ach, Koopas sitzen hier auch noch rum. Chillt. Alter Vater. So, lasst mich in Ruhe. Kann mich noch eine Map mit Shy Guys? Sheep-Sheeps meine ich. Nee, okay. Hier irgendeiner angeln? Willst du angeln? Bock zu angeln? Wieso ist hier ein Shy Guy? Jetzt reicht's. Niemand nimmt mir meinen Strohhalm weg. Wieso bist du pisst? Was zur Hölle? Ich wollte deinen Strohhalm nicht haben. Er geht voll Konfrontation, Alter. Der ist ja mega. Den hast du einmal nur falsch angeguckt und hast hier direkt die Faxen am Start. Was ist denn mit dir kaputt? Chill mal. Ist cool, dass der Toter immer noch hinten rumläuft. Was hast du davon? Kann ich jetzt hier angeln? Kann ich angeln?
und niemand sonst. Das ist ja mein Ort hier, mein Happy Place. Nein. War mir zu erwarten. Was war denn hier noch? Kann man denn da hoch? Kann man da hoch? Hä? Habe ich mich das damals auch gefragt? Ich glaube schon, ne? Da war ich nämlich noch nicht. Ich meine, das ist jetzt nicht ausschlaggebend für mein Problem. Interessant wäre es trotzdem. Moment. Gehen wir einmal hoch. War ich da drüben schon mal? Glaube nicht. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Ich denke mal, ob ich irgendwelche Fähigkeiten vergessen habe oder so. Ist hier irgendwo ein Block versteckt? Auch nicht. Die werden doch nicht so doof versteckt. Wenn der jetzt farbig sichtbar werden würde, wäre das echt BS, weil ich habe ja überall gegengehauen. Blöcke versteckt. Das ist totaler... Warte mal. Ich ahne was. Aber es wäre totaler Krack. Dieses Mysterium ist ja auch noch nicht gelöst. Es gibt so viele Mysterien, die gelöst werden müssen, Leute. Es tut mir leid, dass in manchen Folgen halt überhaupt nichts passiert, weil ich nicht weiterkomme. Nee. Okay. Myth busted. Mythos wurde geboostet. Was ist denn hier? Nix? Einfach nur runterfallen? Okay. Ha! Keine Ahnung. Ich glaube, ich google mal eben. Ich verlasse die Map und google. Wisst ihr, was doof ist? Ich. Wie konnte ich diese Ballons vergessen? Das sind Dingse. Habt ihr bestimmt schon mal... Irgendeiner hat bestimmt die Kontakte geschrieben. Das sind Dings. Und das brauche ich. Und hier ist auch Tanz und Gesang und ja, das war der Ort, der gemeint ist. Wir können uns auch gleich mal die Teekanne direkt mitnehmen. Die habe ich ja abgegeben. Dann können wir die auch mit direkt ausquetschen. Boah, wie doof. Wir gehen jetzt auch noch in dem Part auf jeden Fall nochmal zum Boss. Zum Ludwig. Denn die Ballons brauche ich beim Ludwig. Das hat uns der Tod ja auch schon in der Stadt gesagt. So. Haben wir jetzt. Gehen raus. Gehen zum Ludwig. Nehmen uns noch ein paar Schweife mit auf den Weg. Natürlich. Ich bin ja von der Eiskarte ausgegangen, dass ich ihn einfrieren muss und sein U-Boot dann einfach nicht mehr runter kann. Ah nein, stopp. Falsche Karte. Falsch. Aber wir fliegen einfach mit dem Luftballon rüber. Wie doof. Wie doof. Ich habe diese Ballons... voll übersehen und ich glaube, der Fliederpart, der kam bei euch noch gar nicht online, während ich das hier aufnehme. Und deswegen kann mir das noch keiner in die Kommentare geschrieben haben, während ich das hier aufnehme, weil ich nehme ein bisschen im Vorrat auf, weil das ist immer sehr angenehm. Und weil es kommt Pokémon Sonne, es ist jetzt, wo ich das hier gerade aufnehme, der 18. Und Pokémon Sonne ist für einige schon erhältlich, für mich hoffentlich am nächsten Tage, denn die Post hat bei mir verkackt, denn das Muster von Nintendo kam bei mir noch nicht an. Und wenn ihr das hier seht, sind die Pokémon Livestreams hoffentlich schon am Laufen. Also schaut bei den Livestreams vorbei. So. Jetzt gehen wir nochmal durch. Dürfen wir uns hier nochmal durchprügeln. Dürfen wir uns nochmal Schweifkarten holen ohne Ende. Das ist doch schon mal sehr gut. Ich möchte zum Restauranttypen kommen und denn der Restaurant... Oh, kann ich da runterfallen? Nicht. Denn der Restauranttyp hat mir ja ganz schön viele gegeben. Ach, come on. Echt? Warte mal. Oh, was ist da passiert? Das war ja wohl Bullshit. No, what's bullshit? Okay, pass auf, dann gehen wir einfach.
Es gibt hier ja noch eine Röhre, ne? Wo wir durch könnten, aber da kamen wir ja nicht dran. Die eine hohe Röhre, wo da eine Toad dran stand. Oh shit, hier ist wieder alles voll. Muss mal eben. Ich lasse euch trainieren, kein Ding. Will nicht ansprechen. So. Ich will nur schon mal die ganzen Karten mitnehmen. Danke. So, genau. Hier war ja das. Das muss ich ja nicht mehr tun. Kann ich hier einfach rüberhüpfen? Aha, Skill. Ach, stopp. Warte, dann hole ich mir den Tipp nochmal für Fragezeichenmünzen. Was für Fragezeichenmünzen? Für Fragezeichen viele Münzen. Damit er mir nochmal ein paar Schweifkarten gibt. Das Spezialmenü, bitte. Ja. Wenn sie untertaucht, setzt etwas ein, das sie wieder nach oben hält. Irgendwas, was schwebt oder so. Achso, wir fliegen nicht rüber. Ich krieg keine Schweifkarten von dir. Ein bisschen enttäuschen. Weißt du? Ja. Wenn sie untertaucht, setzt etwas ein, das sie wieder nach oben holt. Okay. Dann nicht. Krieg hier noch eine Schweifkarte raus. Eine Münze, da saß ein Tau drin vorher. Okay. Dann gehen wir einfach mal. Ich werde einfach genug Karten haben, oder? Ich denke schon. Mal hier vorher speichern. Ging das hier? Ah, das ging da drin, ne? Ist da ein Tau? Das ist ein Scheiger drauf, stimmt. Hatte ich schon verdrängt. So, speichern. Dann skippen wir den ganzen Ludwig-Gequatsche. Weil nochmal lispeln will ich nicht. Kann man das nicht überspringen? Warum nicht? Warum nicht? Ich kenne das doch schon. Wie darf ich das nicht überspringen? Ich verstehe nicht, warum das Spiel manche Cutscenes überspringen lässt und manche nicht. Ja, du bist Ludwig. Okay. Darf ich dein Schiff jetzt kaputt boxen, bitte? Dein Pappschiff? Ich brauche deinen Farbstern, Ludwig. Der blaue ist das wahrscheinlich. Boah, mir tut der Daumen schon weh vom ständigen Argesmasche. So. Okay. Wir entspannen uns. Wir müssen jetzt den ganzen Shit nochmal machen gegen ihn. Aber das wird schon. Wir haben einige Schweife bekommen. Wir haben viele. Doch, wir haben einige. Okay, cool. Jetzt habe ich nur die Action-Kommandos nicht verkacken für den Schweif. Und nicht so viel verschwenden. Erst wenn ich getroffen werde, ist der Schweif weg. So. Yes. Okay, ich dachte schon fast, ich hätte zu früh gedrückt. Das war vielleicht auch fast zu früh. So, und jetzt kommen die taktischen Lufteinheiten. Die Paracoopers. Die one-hitten wir einfach mal. Und machen nicht die Fehler mit der Blume nochmal. So. Hammer bringt ja auch nichts. So. Alles klar, weg mit den Dingern. So. Einfach mit einem großen Schuh drauf. Easy. Wenn wir nie getroffen werden, schafft man das, glaube ich, alles mit einem Schweif. Das wäre mega. So, jetzt kommen ja die, die wir nicht angreifen können. Dann müssen wir auch einfach nur schweifen. Oh, das ist nervig, weil... Da muss ich irgendeine Karte benutzen. Das ist voll doof. Muss ich da echt? Kann ich nicht einfach auf Fertig drücken? Ich bräuchte so eine... So eine stumpfe Karte einfach. So eine Fahnenkarte, wie bei Worms. So eine runde Aussetzenkarte. So, ja.
die jämmerliche Attacke macht deine Ludwig-Gatte da ziemlich kaputt. Okay. Oh. Sehr gut. Das lief hervorragend, wenn ich das mal sagen darf. Perfekt. So hat Nintendo sich das gedacht, ey. So, alles läuft genau nach Plan. Die Ludwig-Gatte war total ein Enttäuschungsmanöver. Was? Okay. Vorsicht, Mario, er kann bestimmt tauchen. Denk nach, gibt es eine Möglichkeit, ihn wieder an die Oberfläche zu bringen? Ja, gibt es. Ich hoffe, ich darf den Ballon jetzt sofort benutzen. So. Ist lustig, dass uns Fabian das jetzt direkt sagt. Weil wir schon einmal gestorben sind an der Stelle. Luftballons! Hi. Zum Glück muss ich nicht wieder singen. Hi. Du bist ja jetzt vor mir. Du Boot, klar zum Tauchen. Hä? Tauchen? Tauchen? Warum tauchen wir nicht? Na, Freundchen? Oh, warte mal. Ich könnte dich eigentlich... eigentlich müsste ich den... ich will den Ganovenscheiger benutzen, aber eigentlich ist der zum Spenden. Weil ich weiß ja nicht, wann ich den nächsten bekomme. Den will ich benutzen, auf jeden Fall. Den benutze ich. Schweif habe ich ja immer noch. Benutze ihn noch so. Den nochmal. Eigentlich müsste ich den Bohrschuh... Ich weiß ja jetzt, wo es den gibt. Den Bohrschuh auch mal spenden. Aber egal. Okay, da hatte ich jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist das kaputt? Oder muss ich hier wieder nur die Raketen benutzen? Oh, das ist kaputt. Du hast mein U-Boot geschrottet. Wie kannst du das wagen? Ich schrotte dich hier auch jetzt auch. Anscheinend. Warte mal. Falls alles nicht ausreicht. Grande Finale. Tschüss, Ludwig. Oh shit, das ist echt Grande Finale. Tschüss. Oh, reichen die kaputten Schuhe echt nicht aus dafür? Ah, doch. Tschüss, Ludwig. Oh, haben wir doch noch was geschafft in der Folge. Gott sei Dank, ey. Mario. Der weltberühmte Super Mario. Ich wollte mich mit dir messen. Deswegen habe ich dich mit dem Farbstern hergelockt. Aber ich habe dich unterschätzt und gestehe großmütig meine Niederlage ein. Es war bei dir eine Ehre, dich mit mir duelliert zu haben. Ich schätze, alle Hoffnung ruhen nun auf Bowser. Wiedersehen. Tschüss. Wir ergeben uns. Wir sehen unsere Fehler ein. Warum lispel ich? Das ist nicht mehr Ludwig. Ludwig ist weg. Tut uns leid. No. Leid tun, alleine hilft es nicht weiter. Rück die große Farbstern raus. Danke. Mario, das ist der dritte große Farbstern, der blaue. Spring ihn an und weck ihn auf. Endlich! Großen Farbstände erhalten. Ich bin, glaube ich, der erste Depp, der so lange dafür brauchte. Holy shit. Ah, das Meer wird wieder gefärbt. Ah, dann kommen wir aufs Schiff. Geil. Sehr geil. Yeah.
Der große blaue Farbstern ist zum Prismabrunnen zurückgekehrt. Ich danke dir. Ich bin der große blaue Farbstern. Erlaube mir, meine Erinnerung mit dir zu teilen. Naja, wenigstens haben sie nicht alles in einen Eimer gekippt, oder? Getrennt haben sie ordentlich. So war das also. Bowsers Armee ist mit einer Armada aus Luftgaleeren eingefallen und hat die ganze Farbe mitgenommen. Das Luftschiff, das wir beim Kamesin-Turm zerstört haben, war nur eins von vielen. Aber was wollen die bloß mit so viel Farbe anstellen? Wir müssen wohl den nächsten großen Farbstern befreien, wenn wir das erfahren wollen. Ich weiß, dass ihr noch alle ganz erschöpft von der letzten Feier seid, aber zeigen wir den großen blauen Farbstern, wie viel uns an ihm liegt. Tanzen wir! Jetzt sind die Geistertoads endgültig den Himmel gestiegen. Schön. Okay. Und damit ist diese ellenlange, anfangs erfolglose, zum Ende hin doch noch erfolgreiche Folge beendet. Wir sehen uns im nächsten Part von Paper Mario Color Splash. Bis dahin. Ciao, ciao.